Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld von unserem neuen kleinen Lager. Ja, wo unsere Armee von Depressos und den anderen paar gerade ein weiteres Bett fertiggestellt hat. Wir müssen hier noch ein bisschen weiterarbeiten natürlich. Das Lager ist noch nicht ganz aufgebaut und ich frage mich immer noch, ob die auch hier sich an die Ärzte ranmachen werden. Und aktuell transportieren die irgendwie alle nur und bauen normale Steine ab. Wir bauen aber erstmal noch ein paar weitere Palbetten auf. Das war wichtig, dass wir die auf 10 erhöht bekommen. Ich mache die aber nach wie vor einfach alle hier unter diesen Felsvorsprung. Ich finde, das schaut irgendwie ganz nett aus und das ist jetzt erstmal kein großes irgendwie, ja. Machen wir halt noch ein Bett, da haben wir da eins zu viel, aber das ist gut, da haben wir eins schon mal über. Und das Lager dann irgendwann erweitern. Oh, und ich sehe gerade, ich habe das Lager vielleicht so ein bisschen zu weit weggebaut. Oh ja, weil mich hier zwei, drei Erzblöcke gar nicht greifen oder halt bekommen. Mist, warte mal. Es müsste aber funktionieren, wenn wir das Ding ganz kurz einmal abreißen, ne? Die Betten und alles bleiben hier stehen. Hier ist nämlich kein Gebäude gebaut, was verschwindet. Das ist jetzt blöd. Kann ich das so zurückbauen? Nee, gell? Dann machen wir einmal so, so. Das muss jetzt leider einmal. Zack. Rums. Eine Menge Sachen gehen hier kaputt und gehen durch die Welt fliegen. Da müssen wir schauen, dass wir natürlich hinten die weiteren Erze noch mitbekommen. Setze ich die Palbox vielleicht tatsächlich einfach mal hier hin. Ah, jetzt sind wir zu nah an. Entweder an den Betten. Oder an der Kirche da hinten. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, an was sind wir jetzt zu nah dran? Was liegt da hinten? Da liegt Wolle rum, okay. Also ein bisschen die Steine da hinten hätte ich natürlich schon gerne auch in unserem Radius. Das wäre nicht ganz verkehrt tatsächlich. Ah, ich würde die Box nicht jetzt gerne hier hinsetzen irgendwie. Aber da sind wir wieder zu nah hier dran. Und hier geht sie nicht mehr, weil zu nah an der Kirche oder die Bäume schon wieder im Weg sind. Okay, dann müssen wir die jetzt irgendwie hier hin einfach mitten in den Weg reinsetzen. Ist halt so. Schaffen wir es wenigstens, dass sie auf dem Boden normal steht? Ja, nicht so wirklich. Naja, gut. Ist halt so in dem Fall. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Also, dass man sich wieder alle hier reinwerfen, die wir gerade schon drin hatten. Das Wichtige ist erstmal, dann brauche ich diesen Level 11er Liftmonk. Dann du, Kühlung braucht man nämlich nicht. Ihr seid nämlich für das Feld zuständig. Ein Eiktedier fürs Holz. Und dann die Armee der Depressos. Cinnaram geht nämlich auch noch, der kann nämlich auch noch transportieren und alles mögliche. Also ein Rushor könnten wir noch reinschmeißen. Was hatten wir denn da vorne? Hatten wir noch einen Kativa hier drin? Kann sein, dass wir noch einen Kativa hier drin hatten. Müsste ich mal gucken. Oder fehlt mir gerade irgendwas Wichtiges hier? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube, wir haben eigentlich alles. Ich gucke mal ganz kurz durch. Dann schmeißen wir noch einen Kativa hier rein. Also wir haben ja auch noch. Moment. Nee, dich will ich nicht. Ich will dich. So. Genau, da kann ich auch noch mitarbeiten. Ist halt nämlich die Frage, was ist jetzt eigentlich mit dem Erz? Baut ihr das noch ab oder nicht? Ich habe so das Gefühl, die bevorzugen irgendwie das Transportieren von den Sachen. Kann ich mal einen von euch aufnehmen? Kann ich dich vielleicht an das Erz werfen? Ah, kann von diesem Teil nicht verrichtet werden. Okay, gut, dann wissen wir das schon mal. Zuweisung zu Erz erfolgreich, kann er aber nicht machen, weil wahrscheinlich höheres Level erfordert, oder? Gucken wir ganz kurz in die Skills rechts rein. Es gibt keinen weiteren Bergbau. Das heißt, Erz ist wahrscheinlich dann Level 2 im Bergbau. Da haben wir aber keinen einzigen Pal, der das kann. Das ist schlecht. Auch die haben Level 1 nur. Naja, dann lass mal die Basis hier von mir aus erstmal ruhig irgendwie so vor sich hin gedeihen und funktionieren. Ah, jetzt sind die Steine vielleicht nicht mehr mit dabei. Ja, das ist blöd.
haben nämlich keine Steinvorräte hier in der Basis. Wir haben entweder alle Erze oder nicht alle Erze und Stein. Na, die sind jetzt alle mit drin. Das Erz ist mir halt eben langfristig wichtig, aber die Steine kriegen wir auch in unserer normalen Basis her. Okay, dann würde ich mal sagen, wir reisen mal schnell zurück zu unserer Basis. Und also zu unserer Hauptbasis. Die Basis hier, die kann ja so bleiben, die läuft ja, die funktioniert. Und dann werden wir bald auf Reisen gehen müssen und irgendwie einen Pal suchen, der Bergbau auf 2 hat. Aber, was wir hier auf jeden Fall noch machen können, mal ganz kurz gucken, habe ich hier in der 2 hat? Nee, auch nicht. Nee, nur unser super cooles Team mit allem drum und dran. Und ich muss auch unbedingt mal auf die Passivfähigkeit, also die hier unten stehen, die Passivfähigkeiten, muss ich auch mal öfters darauf achten. Weil der hier ist unbelastbar. Haben wir noch einen weiteren von den Affen? Naja, wir können erstmal hier durchsortieren wieder. Zack, haben wir ein bisschen aufgeräumt. Angriffsstrategie, Angsthase, bodenständig. Mhm. Ja, okay, nicht alle haben Passivfähigkeiten. Ja, aber den wollte ich mal gucken. Der ist Wasserratte und mutig. Forstmeister, das bringt dem ja gar nichts. Die können halt auch Passivfähigkeiten haben, die halt absolut nichts bringen. Ja, genau, so kann ich es mal anschauen. Eigeneffizienz, Holzfällen plus 25%. Ja, hat halt den Skill dafür nicht. Die pennen auch alle schon. Oh, du bist hier eingeschlafen. Oh, warum das denn? Das ist ein... Kommt der nicht ins Haus rein etwa? Oh, das kann sein, dass er nicht ins Haus passt, weil er zu groß ist. Das wäre schlecht. Und die Nachtpelze sind draußen noch unterwegs. Ja, hier ist auch ein bisschen was wieder fertig geworden. Ja, das wird Stück für Stück gebaut. Wir brüten aber erstmal das Ei aus und schmeißen dann auch gleich ein neues Ei hier rein. Was haben wir? Ein Celeray. Und Level 17, jawohl. Sehr gut. Was könnte denn Bergbau haben? Wir nehmen mal das zerfurchte Ei, in der Hoffnung, dass da irgendeiner rauskommt, der Level 2 Bergbau hat. 6 Minuten 40. Ich gebe auch mal pennen, damit unser Lager wieder weiter voranschreitet hier. Oh, das ist ein Shortcut. So kann man natürlich auch aufs Dach kommen. Oh, ja, sehr viele Pfeile, die nehme ich mal auf jeden Fall mit. Da freue ich mich. Danke, danke. Palsphären brauchen wir nämlich auch. Da liegt ein Stein. Warum auch immer. Genau, an Ärzten fehlt es uns natürlich. Sonst brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. Muss reparieren. Nee, auch nicht zwingend. Dann würde ich mal kurz vorschlagen, ich leere mal kurz mein Inventar, das ist eh fast leer. Das ist gut. Die Sachen hier raus, die haben nichts zu suchen. Die gehören nämlich da hinten rein. Ah, schön, die Sachen werden auch immer alle geleert, jetzt wunderbar, da wird schön... So, warte, schnell auffüllen R. Genau, zack. Einmal alles hier rein. Ja, und dann? Ja, der hat einen super hohen Level leider gehabt für den Sattel, dass wir den fliegen können. Ich würde nochmal gerne nach so einem Nightwing irgendwie Ausschau halten. Die gab es ja hier auch in der Nähe mal an sich. Wir reisen mal ganz kurz ein bisschen mit unserem Dire Hall hier in der Nähe rum. Aber wenn wir da jetzt nichts finden auf die Schnelle, dann... Gehen wir zu einem der Schnellreisepunkte, die weiter weg waren. Und gehen dann da irgendwie auf Suche, auf Reise, auf was auch immer. Ah, Palsphären nehme ich natürlich immer gerne mit. Kämpft ihr denn? Ah, gegen das Eigtier, okay. Na, dann macht ihr das doch mal. Ah, die sind halt leider keine unterwegs von denen. Die schweben ja manchmal nachts hier rum. Aber ich glaube, das sind eben auch Nachtpals. Ja, manchmal ertappe ich mich immer noch, dass ich Pokémon sagen möchte. Natürlich nicht. Ah, wir können mal ganz kurz gucken, was haben wir denn jetzt freigeschalten bei der Forschung? Bei den Technologien. Aber jetzt haben wir denn den Ofen oder irgendwas fehlt da noch, gell? Hier, Kochtopf fehlt uns noch. Holz, Metallbarren und Feuerdrüsen. Jetzt ist die Frage, haben wir... Oh, Feuerheizung. Heizt dein Lager und schützt vor Kälte. Gut, das Problem haben wir hier zum Glück nicht. Kaminset wäre noch sehr schön. Feuerheizung könnte ich mir trotzdem auch schon mal.
Aber eventuell sollten wir uns vielleicht einen Fox Parks hier mal noch klauen, weil wir Feuerdrüsen brauchen. Oh nein, haben sie... Oh. So. Oh, wir können ja so voll easy Pals fangen, wenn wir hier so die ganzen Low-Level-Pals einmal alle mit kurzem Schlammschuss einmal anschießen. Na, müssen wir einmal nur warten. Hopp. Und dann fangen wir dich auch. Oh, war niedrige Fangwahrscheinlichkeit. Echt jetzt? Das bisschen Leben macht noch was aus? Wir töten den nicht direkt. Ah, okay. Mit dem Angriff ist es zu stark. Ups. Upsi. Habt ihr nicht vielleicht Weizensamen? Ach, man verfehlt die halt auch so schnell, ne? Okay, damit one-shotten wir wirklich alles. Dann einfach nur Schlammschuss. Aber hier, der Level 6er, der behält das doch aus. Zack. Oh, abgeblockt. Was? Ist noch zu stark? Okay. Dann steigen wir mal ganz kurz. Obwohl, nee, warte, wir haben da einen Speer. Wir können auch von oben mit dem Speer angreifen. Nein, können wir... Oh, ich bin so doof. Egal, wir haben die Feuerdrüsen bekommen. Da! Nightwing! Den will ich! Dich will ich! Moment! Absteigen! Halt, Bogen! So. Nee, warte, dich hole ich mal kurz zurück. Zur Sicherheit. Ich mach den jetzt mal nur mit dem Bogen. Wenn unsere Pals natürlich ein bisschen helfen könnten, aber kein Risiko eingehen, den will ich nicht umnieten. Versuchen es aber schon mal. 44%. Let's go, come on. Ja, schaut gut aus, jawohl. Nightwing verschleppt neugeborene Pals in sein Nest und zieht sie dort auf. Wenn die Zeit reif ist, werden sie gefressen. Alles klar. So, zurück zum Lager und dann können wir uns gleich einen Sattel für den nämlich craften. Den vor allem unser Team aufnehmen. Das ist noch ganz wichtig. Auch beim Reiten nicht möglich, okay. Dann lass mal Katiwalong mal hier frei. Kannst ein bisschen mitarbeiten, wenn es was zu arbeiten gibt. So, Chillet brauchen wir dann nicht im Team. Dann brauchen wir Nightwing. Ist er da? Forstmeister hat auch als Skill nie... Forstmeister brauchen wir nicht. Aber wir werden unseren Kativa gleich hier gebrauchen können. Halt. Das will ich. Haben wir eigentlich schon einen Metallspeer oder haben wir noch einen Steinspeer? Wir haben noch einen Steinspeer. Na klar, Metallbarren fehlen. Was auch sonst? Nee, halt hier müssen wir... Warte, nee, da müssen wir hin, an die Ausrüstungswerkbank. Ach nee, erstmal erforschen. Klar. So, wo ist er? Der Sattel. Da, Nightwing-Sattel. Level 15. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen eine Menge Rohstoffe dafür. Palium, Metallbarren, Stoff und Leder. Okay, Stoff können wir hier produzieren lassen. Warte mal, das gebe ich gleich in Auftrag. Mach mal richtig viel Stoff hier. So. Leder fehlt, glaube ich, haben wir auch noch gesehen. Palium kann ich hier abbauen. Und Erz gehe ich entweder zur anderen Basis ganz kurz rüber. Gut, ja, doch, glaube ich, schneller, weil hier gibt es ja auch Erzvorkommen in der Nähe. Aber dann müssen wir nur weiterlaufen. Na, da haben wir wohl nicht zu Ende abgebaut. Oder einer unserer Pelzer hat da angefangen, Palium abzubauen. Stimmt, das fällt mir hier auch auf. Die bauen hier kein Palium ab irgendwie. Die machen hier nur Steine. Ich sehe gerade, wir können ja tatsächlich mal ein bisschen Palium einfach hier in Auftrag geben. Wir haben so viele Steine, die brauchen wir halt hier eigentlich nicht. Mal ein paar Paliumstücke. So. Ja, Weizen fehlt uns halt komplett. Da müssen wir auch mal gucken, welche Pals denn Weizensamen droppen. Die haben wir soweit, glaube ich, noch nicht entdeckt. Jetzt schauen wir ganz kurz mal einfach über die Technologien. Was fehlt uns denn noch an Rohstoffen? Leder. 6 Stück. Oh, okay. Welche Pals droppen Leder? Müssen wir eh ein bisschen auf Reisen gehen hier. Leder. Droppt ihr Leder?
greifen sie einfach mal an, weil... Im besten Fall fangen wir sie natürlich auch direkt. Zack. So, bitte drinbleiben. Jawohl, Aktivier haben wir. Aktiviers geben Leder. Perfekt. Hast du dich befreit? Mach mal nicht. Gefährlich, Kleiner. Ihr zufälligerweise einen Samen? Ich glaube, die geben Dings. Oh. Bärensamen. Ich hab Dings vergessen. Oxbox. Hoppala. Passiert. So, da hinten sind die weiteren Aktiviers. Warum seid ihr so weit weggelaufen? Komm doch mal her. Was wir auch schon lange nicht mehr hatten, sind Glücksperls. Wir hatten ewig keine mehr gefunden. Das ist so einen krassen Start hingelegt mit 3 Stück eigentlich. Und seitdem aber nichts mehr. Jetzt befreit, nicht gut. Komm rein. Fox mal kurz zurückrufen, sonst gibt's hier gleich ein Problem. Autsch. Hey. Jawohl. Und jawohl. Damit haben wir auf jeden Fall genug Leder. Wir sind fast Level 18. Level 18 war auch irgendwas wichtig, oder? Weiß nicht mehr ganz für was, aber GKP 100% Fangwahrscheinlichkeit, perfekt. Level 18. Oh, und hier natürlich Statuspunkte, ganz klar. Im Gewicht nochmal eins hoch. Gehen wir mal ein bisschen in die Ausdauer rein. Technologie, was haben wir jetzt Neues? Mal schauen. Steinbauset. Oh, ein Set, mit dem du ein Lager aus Stein errichten kannst. Oh, das ist cool. Und ein Megagleiter. Ach, cool. Dann können wir mit dem also auch weiter gleiten. Das ist auch sehr gut. Komm, Teppichset gönnen wir uns auch. Eiskühler. Hält den Lager kühl und schützt vor Hitze. Ah, es wird also immer interessanter alles. Dann gibt es hier auch bald die Zuchtfarm mit Level 19. Waffenwerkbank ab Level 20. Gigasphäre. Oha. Ja, wir gucken mal gar nicht so lange da rein. Da wird noch sehr, sehr, sehr viel kommen und ich weiß halt, dass das Spiel unfassbar krass werden kann. Also das geht ja noch so weit, das Game. Jetzt einmal dich bitte. Ich glaube, jetzt sind wir eh schon relativ nah an irgendeinem Eisenvorkommen, oder? Würde ich jetzt gar nicht zum anderen Lager reisen, sondern vielleicht doch direkt genau hier abbauen. Reicht uns das eine mit 15? Ich weiß es gar nicht. Oh nein, das wollte ich nicht. Abbauen wollte ich. Und dann, ich weiß nicht, was die Folge noch schaffen, aber ich würde ganz gerne auf eine weitere Reise gehen, um eben nach Pelz zu suchen, die halt Bergbau auf Level 2 haben. Ich weiß, in Dungeons gibt es ein paar Pelz, die zwar Bergbau-Skill haben, aber ich glaube, der ist noch auf Level 1. Der würde uns dann nicht ganz so viel helfen. Ein Vorkommen gibt es sogar 40 Erz. Stimmt, stimmt, stimmt. Perfekt. Und dann können wir sogar wieder zurückreiten, weil so viel brauchen wir gar nicht im Erz. Was ich mir ein bisschen wünschen würde, ist, dass halt nicht auf so eine weite Distanz schon diese ganzen Namenplates mit Text und so weiter hier mal auftauchen würden. Dass man einfach so ein bisschen, ja, weniger UI-Elemente irgendwie hätte. Ups, das wollte ich nicht. Luftkanone. Ach, wir können sogar mehr Skills mittlerweile mit dem nutzen. Cool. So, nee, das geht nicht, weil wir müssen erstmal hier ran. So, Max 21. Dann machen wir nochmal Folgendes. Halt. Direkt dagegen. So. Mach direkt mal Erz. Stoff gönne ich mir auch schon mal.
Pilz und Fasern. Wir werden die wieder reingelegt. Mein Gott. Was soll das denn? Lass mal alles wegfuttern, was geht. Andere Sachen lege ich mal so lange nach oben. Ah, das Ei muss fertig sein. Ja, warte mal. Ich vergesse die Eier mal so schnell. So, was kriegen wir? Ein Fuddler. Ah, die großen Krallen dieses Pfeils sind hart wie Diamant. Allerdings muss Fuddler den Großteil seines Tages darauf verwenden, diese zu wetzen. Und das ist tatsächlich einer von denen, die ich meinte aus dem Dungeon. Die tauchen mich in den Dungeons ganz am Anfang immer auf. Wir haben noch ein saftig grünes Ei, oder? Oder ein gewöhnliches. Dann nehmen wir das grüne mal. Weil die Fuddler haben nämlich einen Bergbauskill, aber ich glaube auch nur auf Level 1. Ah, das braucht nur 5 Minuten, weil sehr angenehme Temperatur. Bauen wir auch mal ein bisschen weiter was fertig hier. Aber an sich kann man die Baustellen hier oben den Pelz überlassen. Die machen das ja schon eigentlich ganz gut. Die legen halt überall die Sachen rein, wo sie nicht hingehören. Frag mich nicht warum. So, warte, hier waren Eier drin. Ne, wir wollten hier, glaube ich, ran. So, alles. Zack. Ah, ich liebe die Funktion mit dem schnell einsortieren. Warum ist da Palium drin? Nee. Hier legen wir mal die Medizin rein, damit zumindest mal die Kiste so bleibt. Vor allem mit dem Steinbauset ist mega cool, weil mit dem können wir dann auf jeden Fall irgendwo eine weitere große, fette Basis bauen. Ich glaube, man kann insgesamt bis zu 3 Lager haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht werden es später sogar noch mehr. Das müsste man dann eben halt rausfinden. Okay, Knochen und Horn haben wir doch auch für irgendwas gebraucht, oder? Irgendeine neue Technologie, die wir aber, glaube ich, noch nicht machen müssen. Was war das denn? Ah, der Gleiter, der braucht noch 3 Knochen. Ah, es liegen also Knochen hier unten und irgendwo oben in der Kiste, okay. Dann schauen wir noch mal ganz kurz bei dem Steinbauset. Das interessiert mich gerade mal, wie schaut das denn aus? Steinfundament, Steinwand und dann... Ah, okay, mit Fenster, mit allem drum und dran, so wie wir es hier auch haben. Ist das Stein dadurch ziemlich robust? Kann es vorkommen, dass unsere Basis uns zerstört werden kann? Ich habe ein bisschen Angst. Können Angriffe kommen, dass unsere Basis zerstört wird? Oh Gott, bitte nicht. Ach, mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir der Efeu da sogar ein bisschen. Schaut doch ganz okay aus. Gibt zumindest ein paar Akzente ans Haus irgendwie. Was können wir denn nochmal machen? Mal so eine nette Holzmarkier ans Wasser. Wenn hier auf einen Stein oder so und direkt hier an den Strand setzen. Einfach so. So, setzen wir die mal dahin. Pflanze daneben. Ja, die passen nicht so richtig hier draußen, die Tierpflanzen. Ein Teppich. Den legen wir mal hier hin. Nee, Spaß. Natürlich kein Teppich hier rein. Oh, so aufpassen. Die kosten manchmal hier hochwertiges Palöl. Kostet der hier. Das würde ich ungern jetzt dafür verschwenden. Eisentruhe kostet auch noch Metallbarren. Kochtopf. Ah, der kostet auch Metallbarren, genau. Deswegen wollten wir so viel Metall haben. Aber erstmal wollen wir den Sattel haben, weil dann können wir im besten Fall uns Pals suchen, die eben all das für uns können. So, wir haben 16. Damit müssen wir den schon in Auftrag geben können, gell? Genau, Nightwing-Sattel. Produktion beginnen. Ach du Heilige, das dauert ja ewig. Nein. Wahrscheinlich gleich Unterstützung von einem Lüftmonk, jawohl. Aber das dauert ja trotzdem Jahre gefühlt. Ich weiß, es gibt irgendeinen Perl mit Handwerkslevel Skill 2. Ist das sogar unser Incinerum vielleicht? Ich guck mal ganz kurz. Also wir haben einen im Lager, der ein Level 2er Skill hat. Du hast 2er Skill, aber komm mal her. Du bist krank. Ach nee. Kann ich dich nicht kurz zur Arbeit? Ein bisschen. Kannst du nicht kurz ein bisschen mithelfen? Ein bisschen schneller, zumindest wenn der mitarbeitet. Kann von diesem Perl nicht verwendet. Vernichtet werden, was? Falsches Skill, den wir gerade angeschaut haben. Du hast auch hier. Handwerk. Aber schaut das Handwerk. Okay, vielleicht kann er gerade nicht, weil er krank ist. Das kann natürlich sein. Der Perl ist ein bisschen müde, deswegen scheint es, als ob er nachlässt. Dann geht auch schlafen.
Das wäre doch mal eine Idee. Ja, muss ich sagen, tut mir leid an der Stelle, aber ich muss unbedingt diesen Sattel hier fertig bauen. Ich kann gerade nicht anders. Es dauert jetzt leider ein kleines bisschen, aber müssen wir jetzt einmal durch. Was ich ganz gerne langfristig irgendwie hätte, ist, dass zum Beispiel die Basis hier von so ganz vielen kleinen Pals und den ganzen, ich sag mal, kleinen, süßen, knuffigen Beginner-Pals gemanagt wird. Und dann später die weiteren Basen... Ist Basen die Mehrzahl von Basis? Ich glaube schon, oder? Also jede weitere Basis, die wir dann bauen, wird dann ein bisschen hochwertiger, ein bisschen größer und auch, wenn wir es mal wirtschaftlich effektiver dann. Na klar, jetzt ist so ein Mischding hier draus. Die muss ja aktuell auch sehr effektiv sein, die Basis hier, weil wir noch nicht viel mehr haben, aber langfristig würde ich es gerne dann irgendwann so machen, wenn wir halt dann mal eine neue, richtige Basis haben, nicht nur so ein kurzes Erzlager, dass wir dann ja hier so die ganzen kleinen Knuffigen arbeiten lassen können und das ein bisschen unsere Sommerresidenz hier so wird. Naja, bald fertig hier. Oh nein, nein, ah, oh, Entschuldigung, wen habe ich jetzt geschlagen? Oh, das wollte ich nicht. Habe ich den Tisch jetzt? Oh ne, habe ich den Tisch kaputt gehauen. Ich mache mal ganz kurz ein Reparaturset. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Tisch irgendwie ein bisschen, das wollte ich nicht. Muss ich mal kurz zurück. Nein, oh, ich wollte den, egal. Erstmal reparieren. Warte mal, hier 4 Reparatur. Jetzt ist nicht viel Schaden, aber irgendwie waren hier gerade auch die ganzen Auswahl nicht mehr so gut. Der Liftmarkt jetzt sich auch verkrümelt hat. So, dann Kativa bitte, genau. Dann machen wir zwei das. Ich sollte echt manchmal die Hand von der Maus weglassen. Ich weiß nicht, warum mir das so oft passiert, dass ich irgendwie so aus Versehen diesen Linksklick drücke, wenn die Hand einfach nur still auf der Maus liegt. Keine Ahnung, wirklich. Das ist merkwürdig. So, bald fertig. Ganz mit einem kurzen Schlückchen Kaffee gegönnt. Das geht ja noch ganz gut, während man hier nur rumsteht. Und ich glaube, Stoff haben wir auf jeden Fall auch genug für die nächsten 300 Jahre. Bald... Bald ist es soweit. Ich will halt unbedingt rumfliegen. Das ist halt echt mein großer Traum, fliegen zu können, einmal im Leben. Nee, Spaß. Es wäre, glaube ich, deutlich einfacher, mit dem rumfliegen zu können, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie die Ausdauer sich dann verhält. So, Nightwing-Sattel. Im Team haben wir ihn, glaube ich, schon. Schauen wir mal. Jawohl. So, reiten. Kann als Flugtier genutzt werden. Jawohl. Ah, okay, wenn wir höher steigen, dann verbrauchen wir Ausdauer, aber nur ganz langsam. Mal tiefer. Okay. Ist halt nicht super schnell, auch wenn wir, also jetzt sprinten wir gerade. Das ist so die maximale Reisegeschwindigkeit. Aber an sich ist auch ganz cool. Geht auch gut. So, was müssen wir ablegen? Nicht viel, einen Metallbarren. Ich lege mal alles an Gewicht ab, was jetzt uns gerade noch ein bisschen, ja, blockiert. So, der kommt da rein. Da haben wir auch schon wieder Holz drin. Ah, das wäre so perfekt, wenn man das so zuweisen könnte, dass die hier immer an denselben Stellen ablagern. Dass man sagen könnte, okay, Holz kommt nur in diese Kiste und in keine andere. Wie ist hier schon wieder Holz reingekommen? Woher? Wie macht ihr das immer? So, ich nehme schon mal das nächste Ei, damit wir uns auch gleich einen Auftrag geben können. Machen wir diesmal ein... Ach, ein heißes Ei. Wir haben so viele davon. So, mal gucken, was aus dem saftig grünen Ei kommt. Ein Cinnamoth. Das Einatmen des Flügelstaubs befördert einen in den 7. Himmel. Bemühungen um strengere Substanzkontrollen scheitern im Widerstand von PAL-Schutzorganisationen. Okay. Schauen wir uns auch gleich mal an. Paldex, Cinnamoth, wo bist du?
Genau, hier ist der Fuddler, der hat genau Bergbau nur Level 1 leider, bringt uns halt eben auch dann leider nichts beim ja, Erz abbauen. Nee, kann auf Befehl mit Hilfe. Ach, Partnerfähigkeit. Auf Befehl mit Hilfe feiner Schwingungen Erzvorkommen in der Nähe aufspüren. Oh, warte mal. Vielleicht kann der das doch, weil der Erzsuche hier als Partner. Wir testen das gleich noch aus. Wir machen das noch in der Folge. Ich will eigentlich genau nach Cinema wollte ich gucken. Außer Level 2 Arzneimittelherstellung 1. Weizensaat. Oh. Genau, Weizensaat haben wir, glaube ich, keine bekommen, weil ausgebrütet, genau. Können wir schlafen gehen? Das wäre vielleicht ein ganz kurz sinnvoller erst schlafen gehen. Jawohl, perfekt. Weil sonst pennt unser anderes Lager komplett. Ich meine, klar, die Depressos, die arbeiten auch nachts und so, aber an sich will ich ja jetzt was ausprobieren da drüben. Das geht auch ein bisschen besser, wenn wir natürlich was sehen. So, Schnellreise zu unserem Lager da drüben. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob der Fuddler hier vielleicht. So, Boxmanagement. Zack, zack. Mal einen Depressor raus. Welcher ist denn vielleicht nicht ganz so gut? Hier, genügsam und eingebildet. Dich tauschen wir mal aus. So, kann ich dich nehmen? Warte, halt. Hier bleiben. Nicht transportieren. Anheben. Du kannst auch Erzvorkommen aufspüren, hast du gesagt. Ja, aber kann nichts damit anfangen. Schade, aber knuffig ist er schon. Sieht schon süß aus, wenn er auch läuft mit den Armen so nach hinten. Lalalalalalalala. Ist schon sehr süß. Was gut ist, wir haben hier auf jeden Fall auch unsere Bärenproduktion, alles läuft. Ach, wir haben gleich zwei Felder angesetzt, ne? Aber ist auch egal. Das sind nur die zwei Pelz und mehr müssen die auch nicht machen hier. Wie sind die Rohstoffe mittlerweile hier? Massig Holz, bisschen Palladium haben wir, Steine. Ich überlege halt fast, ob ich das irgendwie noch ein bisschen umsetze, das Lager, damit auch die Steine abgebaut werden können. Andererseits, wir können von unserem anderen Lager Steine jedes Mal her transportieren. Also muss jetzt nicht sein. Gibt es hier unten Steine zufälligerweise? Nö. Ne, halb so wild. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal auf Reisen. Haben jetzt einen Flugperlen, damit können wir auch, glaube ich, definitiv besser erkunden. Und ja, neue, unbekannte Gebiete erklimmen und entdecken. Wie zum Beispiel diese Luftmark-Statue da drüben. Das machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.